Zutaten für 4 Portionen 1500 Gramm Spaghetti Einsatz 12 Hähnchenbrustfilets, Klammer auf ca. 150 Gramm Klammer zu, 1100 Gramm Pilze, Klammer auf zum Beispiel Champignons, Pfifferlinge etc. Klammer zu, 11 kleine Zwiebel, 1100 Gramm Pancetta oder durchwachsene Bauchspeck, 12 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 1150 Milliliter Weißwein, 1300 Milliliter Sahne, 1 schwarzer Pfeffer, 1180 Gramm Parmesan, frisch gerieben 12 Esslöffel Butter, 1125 Gramm Mozzarella, 1 Spaghetti in reichlich Salzwasser al dente kochen, abgießen, gut abtropfen lassen, Hähnchenbrustfilets klein würfeln, Pilze putzen, in mundgerechte Stücke schneiden, Zwiebel schälen, fein würfeln, Pancetta fein würfeln, Fleisch in heißem Öl kräftig anbraten, Pilze, Zwiebeln und Speck zugeben, gut anbraten, mit Wein ablöschen, etwas einkochen, mit der Sahne aufgießen, aufkochen, salzen, pfeffern. 2. Die Spaghetti in die Soße mischen und ca. 100 Gramm geriebenen Parmesan unterrühren. Nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann den Pfanneninhalt in eine feuerfeste, leicht gebutterte Form umfüllen. Den restlichen Parmesan sowie den zerpflückten Mozzarella über das Gratin streuen und einige Butterflocken darauf setzen. Das Gratin für 2010 Minuten im heißen Backofen bei 200 Grad überbacken. Zum Servieren das Gratin auf 4 vorgewärmten Tellern anrichten.